ist der Mann des heutigen Tages bei den Senioren. Beide Läufe konnte er gewinnen und damit steht er hier auf der ersten Startposition. Neben ihm mit der Startnummer 333 von 4-2 Competition, Team Mika Metz. Jan Heinen, die Startnummer 301 von 3G Racing. Und Max Bosse vom Kraft Motorsport mit der 343. Das ist Startreihe 2. In der dritten Startreihe dann Fabian Bock, die 313. Und Maximilian Saar mit der 311. Die vierte Startreihe, die setzt sich zusammen aus Tim Habich, die 307 und die 303, Paul Trusheim. Dorian Heinrich, die 363 und Vincent Frost, die 330, dann in Startreihe 5 und in der sechsten Startreihe, die 399, Vivian Michael Reit und Finn Gersitz mit der 388. Lukas Wawczyniak, die 369 und Lukas Hartmann, die 309, machen das Feld dann für diesen dritten Lauf für die nächsten 14 Minuten und eine Runde komplett. Lichter sind ausgegangen, damit ist der Start freigegeben für Lukas Horstmann, der als erster in die erste Kurve einbiegt. Platz 2 dann für Tim Mika Metz und auf den dritten Platz hat sich sofort Jan Heinen gesetzt. Ja, auch hier ist die Entscheidung, was die Meisterschaft angeht, bereits klar gefallen mit Vincent Frost, der Startnummer 330, der auf Platz 9 unterwegs ist, der als Zehnter in dieses Rennen gegangen ist und sich dort im hinteren Mittelfeld im Moment aufhält. Er weiß, er muss hier gar nichts mehr abliefern. Einfach nur noch dieses Rennen zu Ende bringen. Und dann ist ihm der Meistertitel sicher. Und selbst wenn das nicht klappen sollte, wäre er durch. Aber warum sollte er da jetzt noch zu viel riskieren? Spannender wird es hingegen um Platz 2. Den hat im Augenblick Tim Mika Metz mit 339 Punkten inne. Und er ist auch hier auf Platz 2 unterwegs hinter Lukas Horstmann. Auf Platz 3 liegt Jan Heinen mit 322 Punkten. Also 17 Punkte zwischen Platz 2 und 3 und bei diesem Stand wäre das eigentlich ebenfalls dann entschieden für Lukas Horstmann. Auch wenn er heute den Dreifachsieg herausfährt und auch wenn er heute seine ersten 3 Siege in dieser Saison herausfährt, es wird ihm nicht mehr reichen, weiter nach oben zu kommen. Oh, was ist da los? Kleiner Stau im Mittelraum, da sehen wir den Tim Habicht stehen, der sich wieder ins Kart setzen kann. Der Lukas Hartmann da ebenfalls mit involviert und auch der Paul Trusheim muss sein Kart noch einmal anschieben für den weiteren Weg über die nächsten 11 Minuten 8 Sekunden. Dadurch natürlich jetzt im Innenraum gelbe Flaggen, Überholverbot, langsam fahren angesagt. Und jetzt kommt auch schon die blaue Flagge raus für den Paul Trusheim, der aber jetzt die Box ansteuert und sich da gar nicht mehr einmischen will in das, was hier auf der Strecke passiert. Und so ist Lukas Horstmann weiterhin in Führung. 0,9 Sekunden bereits sein Abstand. Das ist schon eine Menge nach 4 gefahrenen Runden. Tim Mika Metz, auch er auf Platz 2 mit einem doch schon guten Abstand von
einer Sekunde auf Jan Heinen. Aber Jan Heinen, der muss sich nach hinten konzentrieren. Da ist nämlich der Fabian Bock unterwegs, der Fahrer von Voigt Motorsport mit der Startnummer 313. Und da ist auch der Finn Gersitz noch mit dabei. Und auch die wollen noch vorbei. Ja, Fabian Bock, der im vergangenen Jahr Dritter in der Seniorenklasse, eben in dieser Klasse geworden ist. Und auch der Finn Gersitz, der im vergangenen Jahr Vierter bei den Junioren war, möchten hier noch Punkte sammeln in diesem Lauf. Lukas Horstmann baut hier Runde um Runde weiter seine Führung aus. Er ist ja auch einer derjenigen, der als Hobby den Strongman Run pflegt. Das ist ja so ähnlich wie der Strong Viking hier in Wittkenborn, der zweimal im Jahr ausgetragen wird. Und der Lukas Horstmann aus Meerbusch, der kann natürlich dann eventuell, wenn das zusammenfällt, hier ebenfalls mal punkten. Aber da konzentriert er sich doch mehr aufs Kartfahren bei solchen Dingen. Das andere ist ja eigentlich nur, ich sag mal, Beiwerk für ihn. Der Tim Mika Metz, der hat ebenfalls natürlich ein Hobby, der 4-2-Competition-Fahrer mit der Startnummer 333. Er ist gerne bei der Leichtathletik tätig, das heißt, er läuft sehr viel. Man muss sich ja auch ein bisschen fit halten für den Kartsport, denn er fordert dann schon einiges durch die hohe Geschwindigkeit, die dort gefahren wird. Natürlich braucht man Reaktionsvermögen, man braucht Kondition, um hier diese 14 Minuten und eine Runde auch durchzustehen bei niederen oder höheren Temperaturen. Das ist ja mal unabhängig davon. Man verbraucht auf jeden Fall hier sehr viel Kalorien und man ist immer wieder erstaunt, wie kaputt die Fahrer nach so einem Wochenende sind. Das ist nicht einfach wie auf der Autobahn dahin fahren, sondern das ist richtig harte Arbeit beim Kartsport. Ja, und deswegen wichtig, auch nicht nur die Kondition zu steigern, auch die Konzentration muss natürlich dementsprechend da sein, um so ein Wochenende mit 6 Läufen, 2 Zeittrainingen und 3 freien Trainingssitzungen bzw. Warm-ups dann auch durchstehen zu können. Und so arbeiten viele der Fahrer daran, sind viel im Fitnessstudio oder eben bei anderen Sportarten dementsprechend noch zu finden. Beliebt zum Beispiel ist eine Sportart wie Tischtennis, wo man wirklich Reaktion, Konzentration und natürlich dann auch Kondition so richtig trainieren kann. Und das Ergebnis, das kann sich dann am Jahresende eben sehen lassen. Vincent France geht vorbei an Max Bosse, setzt sich auf Platz 4 in dieser Runde. Und wir haben noch 5 Minuten und 25 Sekunden auf der Uhr.
Und wir könnten jetzt anfangen zu spekulieren. Was macht Vincent Forst? Der hat jetzt einen Abstand von 1,6 Sekunden auf Fabian Bock auf Platz 3. Und ich glaube, dem Vincent Forst, dem geht es jetzt nicht um die Punkte, die er sich hier holen kann, noch in diesem Lauf. Ihm geht es einfach ums Prinzip, hier als der neue Champion nach 2 Jahren als Vizemeister der Junioren jetzt endlich ganz oben stehen zu können. Heute Abend dann bei der Gesamtsiegerehrung. Die letzten 3 Minuten der Senioren-Saison brechen an. Und in diesem Lauf ist weiterhin Lukas Horstmann vorne mit dabei, nämlich als Führender. Baut hier Runde um Runde seinen Vorsprung auf Tim Mika Metz weiter aus. Tim Mika Metz, der hier in aller Ruhe seine Runden drehen kann. Jan Heinen ist mittlerweile nicht mehr in diesem Lauf dabei, wird keine Punkte kassieren, wird also Dritter in dieser Meisterschaft werden. Wobei man natürlich dann die Streichresultate ebenfalls noch berücksichtigen sollte. Aber läuft wahrscheinlich darauf raus. Tim Mika Metz auf dem Weg zur Vizemeisterschaft 2019 hinter Vincent Forst. Der ist übrigens auf Platz 4 unterwegs mit Startnummer 330. Hinter Fabian Bock derzeit zu finden, der Vincent Forst. Kommen jetzt wieder bei Start und Ziel vorbei. Ich habe jetzt gestoppt, weil ich warten wollte, ob Vincent Forst ansetzt, um an Fabian Bock vorbeizugehen. Aber das tut er nicht. Der bleibt jetzt erstmal noch ein Weilchen dahinter. Weiß noch 1 Minute 10 Sekunden. Dann beginnt die allerletzte Runde in dieser Saison in der Rotax Max Challenge Germany für ihn. Und wenn er die durch hat, dann ist er als Meister schon mal fest. Und da geht er vorbei im Innenraum an Fabian Bock, holt sich Platz 3. Der Vincent Forst zeigt nochmal seine Klasse, fährt von Platz 10 auf Platz 3 nach vorne im diesem dritten und damit letzten Lauf am heutigen Tage. Ja, Tim Mika Metz wird er nicht mehr einholen können. Da kann ich mir fast
nicht mehr vorstellen, dass er da noch vorbeikommt. Der Abstand zwischen Vincent Frost und Timika Metz mit 2 Sekunden dann schon riesengroß. Und es geht ja jetzt gleich in die vorletzte Runde in diesem Lauf. Zwei Sekunden, nachdem der Lukas Horstmann hier die Linie überfahren hat, geht die Uhr auf Null. Das heißt, die vorletzte Runde werden wir jetzt erleben in diesem Lauf der Rotax Max Challenge hier in Wittgenborn. Es gibt keine Zweikämpfe mehr. Das ist jetzt einfach nur noch das Ding zu Ende fahren, die Saison zu Ende bringen. Und das letzte Rennen in dieser Saison, das wird Lukas Horstmann gewinnen, der dann jetzt gleich in die letzte Runde gehen wird. Hinter ihm Timika Metz mit einem Rückstand von 3,723 Sekunden. Und Vincent Frost, der neue Meister der Senioren in diesem Jahr. Vielleicht an dieser Stelle gleich der Hinweis für alle Klassen, die fertig sind, sprich für Mikro, Mini, Junioren und dann jetzt gleich auch für die Senioren. Bitte Transponder im Rennbüro abgeben. Also, da kommt er an. Lukas Horstmann gewinnt den letzten Lauf in diesem Jahr und sein dritter Sieg an diesem Sonntag vor Timika Metz, der damit Vizemeister wird, und Vincent Frost auf Platz 3, der die Meisterschaft damit bei den Senioren entschieden hat. Fabian Bock wird Vierter, Max Bosse kommt als Fünfter an, Dorian Heinrich wird Sechster, Platz 7 dann für Maximilian Saar, Vivien Michel Reit kommt als Achte über die Linie. Neunter wird Lukas Hartmann und auf Platz 10 finden wir den Tim Habicht. Die Senioren sind durch für das